Oliver Pochers Let's Dance Tanzpartnerin, eindeutige Reaktion. Platzt Christina Luft der Kragen? Ein halb Oliver Pocher tanzt mit Christina Luft. Doch können die beiden gut zusammenarbeiten? Zweieinhalb, ich glaube, dass da ein bisschen Disziplin gefordert ist, verriet Christina im Ockmack. Der Interview. Einhalb Oliver Pocher tanzt mit Christina Luft. Doch können die beiden gut zusammenarbeiten? Fluch oder Segen? Comedian Oliver Pocher, 41, ist einer von 14 Promis, die sich in diesem Jahr aufs beliebte Let's Dance-Parkett wagen. In Show 1 konnte der Spaßvogel nicht mit tänzerischer Leistung, sondern lediglich mit lockeren Sprüchen überzeugen. Ein Problem für seine Tanzpartnerin Christina Luft, 26? Strenge, ein guter Weg, hat sie schon jetzt die Nase voll? Oliver Pocher tanzt in den kommenden Wochen mit Profitänzerin Christina Luft. Die schöne Kölnerin sprang dem Komiker nach der Verkündung zwar in die Arme, aber ist die brünette Sportlerin wirklich happy mit ihrer Let's Dance-Konstellation? Ja, ich bin mega happy, ich glaube, ich werde sehr viel Spaß haben die nächsten Wochen, verriet sie exklusiv gegenüber Ockmack. D. Auf die Frage, ob sie mit Olli als Partner gerechnet habe, antwortete sie, doch obwohl die Beautyfest damit rechnet, dass die kommenden Wochen mit sehr viel Spaß verbunden sein werden, hat sie auch eine Befürchtung. Generell versuche sich die Sportlerin immer auf den Star einzulassen, doch bei Olli sei die Strenge ein guter Weg, scherzte sie. So reagiert Oliver Pocher, der Comedian, der mit seinen Sprüchen immer wieder polarisiert, machte im Ockmack. Das Interview deutlich, was er von der Tänzerin halte, na, die Harmonie scheint bei Oliver und Christina zu stimmen. Bleibt abzuwarten, wie weit die beiden in den kommenden Wochen bei Let's Dance kommen. Diese Artikel könnten dich auch interessieren, Oliver Pocher, Riesenstreit mit Joachim Lambi, GZSZ-Star Ulrike Frank, klare Let's Dance-Ansage vom Ehemann. Kerstin Ott tanzt bei Let's Dance, so findet's ihre Frau Carolina.